Servus und herzlich willkommen zum neuen Part hier, einer gemütlichen Runde in Raft mit eurem Bobas. Ich bin jetzt halt hier gerade auf einer Insel, die wollte ich noch schnell abfarmen, das wollte ich mit euch zusammen machen. Was mich allerdings ein kleines bisschen ärgert, ich bin nach dem letzten Part, der noch ein bisschen so vor mich hingeschippert, hatte dann eine Insel entdeckt, die bestimmt 4-5 Mal so groß war, ohne einen großen Vogel, hatte dort auch Landtiere gesehen, die ich mir schnappen wollte. Allerdings, als ich mich dann das nächste Mal eingeloggt habe, war die Insel weg. Also das war äußerst ärgerlich. Um es mal so zu sagen. Wo knapperst du? Naja gut, da kannst du knappern. Ja, wollte ich nämlich unbedingt auf jeden Fall auch einen Schwimmer ringsrum machen um die Insel, um vielleicht einen von diesen Guggelfischen zu finden. Aber, tja, wieder eingeloggt und die Insel war weg. Keine Ahnung warum. Der Anker war noch gesetzt. Das Seil ging, keine Ahnung, vom Anker weg, kilometerweit in die Ferne. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist. Das Segel war auf jeden Fall drin, also weggetrieben hat es mich nicht. Also, naja. Gut, schauen wir mal, was in der Kiste drin ist. Habe ich noch so viel Platz, dass ich, naja, 3 Platz, das ist mir ein wenig zu gefährlich, dass ich dann irgendwas verliere. Und ich möchte die Blumen gerne diesmal behalten, deswegen räume ich die jetzt mal ganz kurz weg. Hier kommen die Samen rein. So. Dann haben wir noch ein paar Blümchen zum Wegtun. Die stacken anscheinend etwas höher, keine Ahnung wie hoch, das werden wir aber bald sehen, denke ich mal. Oh, die schwarzen vergessen. So, Mango kann ich mir gleich reinziehen, Ananas kann ich mir gleich reinziehen. Na, so läuft es doch. Ja, wie geht's weiter heute auf dem Schiff? Ich habe auf jeden Fall schon mal angefangen, dass ich hier drüben angefangen habe, nochmal einen Anker zu setzen, weil ich das hier an jeder Ecke machen möchte. Von daher wird es heute mal so ein kleines Bauprojekt, was ich nebenbei immer wieder mal machen werde. Ja, das hat sich schon... War schon gut, dass ich ausgeladen habe, ne? So, schieben wir gleich mal nach oben. Was ist das? Fischeintopf? Den haben wir ja noch nicht, ne? Naja, ist halt oft vertreten, dieses Rezept. So, nochmal Blümchen. Unter Wasser war ich schon, also keine Sorge, wir gehen nicht auf Tauchgang. Den Hai habe ich einmal bis jetzt erledigt. So, Blumen sind weg. Dann sammle ich mir mal noch das Holz. Warte mal, die Melonen. Könnte ich doch eigentlich reinfuttern, oder? Ja. Da geht zwar ein bisschen Wasser verloren, aber ich habe genug Melonen. So, dann machen wir die mal weg. Da wird es Mango geben. Notfalls droppe ich einfach jetzt mal die weißen Samen. Tschüss. So, dann tue ich die mal da rein. Und da müssten wir jetzt wahrscheinlich Kokosnüsse bekommen. Planken, wie viel Platz habe ich noch? Dann stelle ich mal ein paar Seile her. Dann sollten wir das eigentlich alles auffangen können. Oder? Habe ich jetzt alles gefangen? Ich glaube schon, ne? Runtergefallen ist nichts. Zumindest ist mir jetzt nichts aufgefallen. So, die können wir noch mitnehmen. Dann war es das eigentlich auch schon mit der Insel. Also ich springe zwar immer so unvorsichtig auf das Boot, aber Fallschaden gibt es dann doch erst, wenn ich um einiges höher bin als gerade im Moment. Ha, da guckt mal einer an. Jetzt dachte ich, das Ding wäre leer. Aber doch, manchmal geben diese kleinen Kisten auch mehr Zeug her, als man erwartet. So, ich tue das mal wieder rein. So, mein, das gehört halt auch dazu, ne? Dass wir da ein bisschen sammeln und farmen. Das ist ganz normal. Ich denke, wir können... Na warte,
Ich tue da oben noch ein bisschen was rein. Das seht ihr dann gleich jetzt mal. Also unter Wasser war dann doch so einiges, was ich noch geholt habe. Natürlich auch wieder ein Hai dabei. Auch ein Rezept gefunden. Den Tang habe ich natürlich schon verarbeitet. Den habe ich quasi schon raus. Aber man sieht, also vom Loot her ist es immer sehr rentabel, wenn man dann doch mal auf eine Insel geht. Und vor allem, wir brauchen ja das Zeug, ne? So. Da haben wir noch Blümle. Blümle, Blümle. Melönche. Ruckzuck ist dann immer das Inventar voll, ne? Wenn du mal auf so eine Insel gehst. Mango kannst du gleich wieder reinziehen. Und die Axt wird wahrscheinlich auch dann gleich kaputt gehen. Gut. Also da sollte ich mir auch eine herstellen. Dann schnapp dir mal den Speer. Schwupps. Ah, hast mir wieder ein Stück rausgebissen. Ich hoffe jetzt nicht unbedingt... Naja, gut. Naja, gut. Ist zwar jetzt auch mittendrin. Ich muss halt verstärken. Da kommen wir auch nicht drum rum, ne? Plastik habe ich da, dann kann ich das Stück gleich wieder einsetzen. Nicht, dass ich dann hier mal im Dunkeln durchrenne und irgendwo runterfalle. So, dann gehen wir da hoch, da hoch. Wir setzen das Segel. Und dann sollten wir eigentlich wieder schön auf Kurs sein. Gut, also. Ich denke, ich werde mal das Zeug ganz kurz wegsortieren und euch dann gleich wieder mit dazu nehmen. Von daher bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Also ich habe jetzt hier nochmal eine Insel unterwegs gefunden. Habe währenddessen noch mal zwei Schmieden, zwei Schmelzen hergestellt, weil ich möchte die Schmelzen dann eigentlich eher hier in dem vorderen Bereich unterbringen. Und werde von daher die jetzt, die neuen schon gleich mal hier ein bisschen positionieren, dass die hier vorne sitzen. Wie ich es noch genau machen werde, ich denke, das wird entstehen im Laufe der Zeit. Schauen wir mal, wie nah können wir ran. Wir können sehr, sehr nah ran. Ich denke, da kriegen wir immer noch die Planken. Notfalls bauen wir halt die Dinge an. Dann, dieses explosive Pulver hatten wir ja gefunden auf der einen Insel. Also wir hatten ja noch den Erfolg, dass wir tatsächlich noch einen von diesen Guckelfischen erwischt haben. Ach, du blöder Vogel. Von daher wollte ich mit euch zusammen die Erforschung machen, weil wir werden den jetzt auf jeden Fall aufbrauchen hier. Erforschen geht nicht. Haben wir das schon erforscht? Haben wir das schon gemeinsam erforscht? Explosives Pulver. Ah, kann in einer Schmelze getrocknet werden. Na dann hauen wir das halt erst einmal in die Schmelze rein. Dann nutzen wir doch gleich mal die neue Schmelze hier. So, stellen uns das ekelhafte Zeug her, was wir von dem Fisch haben. Da ich inventartechnisch so gut wie leer bin, ich tue jetzt bloß einmal hier den Kunststoff und die Nägel raus, gehe ich mal ganz kurz hoch auf die Insel und loote mal die Sachen. So, schauen wir erst einmal da rein. Ja, Bolzen, Scharnier. Also von der Ausbeute her ist es natürlich meistens das gleiche. Ne? Ein neues Rezept finden wir jetzt nicht unbedingt. Das wäre jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu viel erwartet. So, noch irgendwelche Blümchen. Da haben wir noch Blumen. Da haben wir sogar noch Melonen. Sollte ich unterkriegen. Oh, drei Stück sogar. Ich würde sagen, die werde ich dann auch gleich mal setzen. Jetzt gehe ich erst einmal hinter die Insel. Hier auf der Seite holen wir die Blumen noch. Wenn irgendwas blumentechnisch rausfällt, ist mir das eigentlich jetzt egal. Weil da haben wir recht viel. Speer ausgerüstet. Ah, da hat man schon wieder ein Stück rausgebissen hier, oder? Du Sauhund. Der dürfte auch nicht mehr allzu viel brauchen. Oh,
Ich muss unbedingt schauen, dass ich die Treppen hier verstärke. Allerdings möchte ich die Treppen halt auch noch umbauen, ne? Der blöde Vogel hier schon wieder. Mensch. Anscheinend sind es zwei, weil ich hab den einen schon getroffen und dann saß plötzlich nochmal einer da. Also wirklich ein paar Sekunden später. Den hatte ich auch getroffen, aber er war nicht Tilt. Also sieht so aus, als hätten wir hier zwei Besucher. Gerade im Moment. Halt, dahin. Schmeißen wir nämlich erst einmal die Samen und so weiter raus. Tipp, tipp. Tipp, tipp. Blume nach oben. Das ist natürlich jetzt auch noch ein Ziel, ne? Dass wir da mal Ding aufbauen. Diese Farbmischmaschine. Warte, das kannst du doch gleich verrotten. Obwohl, die Mangos kannst du gleich essen. Sonst gehe ich wieder hungrig. Zumindest eine Melone vielleicht. So, die hauen wir rein. Halt, da kommt das rein. Zack, zack. Na, das geht doch. Das läuft doch. So, wir könnten nochmal hier schauen hier. Jawohl, wir haben das explosive Pulver erfunden. Und jetzt müssen wir es auch aufbrauchen. Zing! Und jetzt können wir nämlich den Netzkanister lernen. So, und das tun wir. Allerdings ist das Blöde, ne? Ihr denkt euch selber, explosives Pulver wird dafür benötigt. Deswegen sind wir ja auch von der einen Insel weg, weil wir keine Googles mehr gefunden haben, die uns das explosive Pulver geben könnten. Und naja, ist halt so, ne? Warte mal, zum einen habe ich keine Axt mehr. Zum zweiten höre ich schon wieder den Hai. Ach nee, das ist hier. Und wir brauchen eine Axt. Eine neue Axt. Vier Seile, Schrott und Bolzen. So, holen wir uns mal die vier Seile raus. Und Schrott und Bolzen haben wir da. So. Zack, zack. Einmal Axt hergestellt. Die Sachen wieder reingetan. Und die Axt, die kommt wieder hier auf dem Platz. Die kann ich jetzt zusammenschlichten. Okay. Zack. Einmal kurz auf die Insel gehüpft. Ich hoffe, ich schaffe heute auch noch was. Ja, dass ich hier dann jetzt nur mit euch am Farmen bin. Da oben haben wir alles weg. Da brauchen wir noch. So. Und schon ist passiert. Technisch ist sonst nichts mehr, ne? Auch keine Ananas oder sowas. Immer hier noch. Mal kurz die Aussicht genießen. Ja, das sieht schon toll aus, unser Floß. Mal schauen, ob das noch irgendwie wachsen wird. Halt. So. Den Baum noch. Und? Ja, verdammt. Egal, jetzt sind wir eh da unten. Dann können wir schnell die Samen wieder verräumen. Das geht ja relativ schnell mittlerweile. Wenn man weiß, wo was ist und nicht noch suchen muss. Als wir da die Umstellungen hatten, war es natürlich schon ein bisschen blöd. Weil dann hast du immer irgendwas gesucht. Halt die da noch rüber. Oh, wir haben sogar noch mehr Holz. Samen wieder vergessen, obwohl ich immer 10-mal drüber schaue. So, die kannst du dir gleich wieder reinpfeifen. Würde ich sagen, mache ich mal einen Tauchgang. Ah, fehlt schon wieder ein Stück. Machen wir mal einen Tauchgang. Ist nämlich auf jeden Fall wichtig. Gleich die Ersatzflossen noch mit rein. So, und dann hoffen wir mal, dass der Hai uns in Ruhe lässt. Wobei ich das nicht glaube. Ich habe mal probiert mit dem
Kein Hai. Ah, da haben wir auch noch mal eine Kiste. Das ist cool. Das ist cool. Schrott mitnehmen. Im Grunde Lehm oder sowas, oder diesen Ton, den bräuchten wir gar nicht mehr. Also zumindest aktuell nicht. Wir brauchen dann später halt wieder, wenn wir noch mehr Schüsseln herstellen. Da ist er weggetaucht. Da kommt er auch schon wieder. Oh, geh auf deinen Speer, Mensch. Jetzt haben wir mal noch Seetang. Und dann verpasse ich dir nochmal eine. Allzu viel dürftest du doch eigentlich auch nicht mal aushalten, Mensch. Der müsste eigentlich bald mal Tilt sein, weil den habe ich schon einige Male angestochen. Und es wird so vor allem eh dunkel. Also insofern würde ich sagen, gehe ich jetzt mal aufs Schiff. Werde dann kurz nächtigen. Und dann quasi nochmal eine kleine Tauchrunde machen. Da braucht ihr ja wieder nicht dabei zu sein. Deswegen halt mache ich dann wieder einen Schnitt. Naja, gehört halt dazu. Wenn euch sowas komplett interessiert, dass ich wirklich eine Folge komplett durchziehe, was ich dann eben mache in einer halben Stunde, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten blende ich sowas immer aus, weil eine Tauchrunde, die ist jetzt nicht unbedingt sehr spannend, muss ich sagen. Weil oft erledige ich sowieso den Hai, gehe dann kurz auf den Tauchgang und dann geht es auch schon wieder weiter. Aber jetzt würde ich sagen, mache ich erstmal einen Schnitt. Nun gut, den Hai hätte ich einmal erledigt gehabt. Ich habe dann einen kleinen Tauchgang gemacht. Also von der Ausbeute her, denke ich, kann sich das sehen lassen. Ja doch, da ist schon einiges dabei, was wir brauchen können. Jetzt würde ich sagen, also ich habe jetzt schon mal keinen Ersatzhaken. Und den möchte ich mir immer dann gleich herstellen können. Seile kann ich holen, Bolzen kann ich herstellen. Okay, das machen wir jetzt halt mal schnell, weil ich möchte nämlich immer das Material als Ersatz dabei haben. Ist mir wichtig. Halt, da sind wir drin. Wie viel waren es? 2 Stück. Zack, gut, herstellen. Du kommst daher. Und dann bin ich schon wieder zufrieden mit dem Loot von heute. Kupfer haben wir zwar sehr viel, aber wir werden einiges brauchen an Batterien. Keine Planke platzieren, bitte. Und von daher brauchen wir auf jeden Fall das Kupfer. Und würde sagen, das werde ich immer mitfarmen. Da wir ja sehr viel jetzt halt auch auf Pfeil und Bogen gehen, werde ich natürlich da auch schauen, dass ich Steine immer wieder mitnehme. Ich habe jetzt halt nicht alles da unten gefarmt, also alles an Steinen und Sand und sowas, sondern mich hauptsächlich beschränkt auf die Metallerze. Wo bist du? Da, da. Verdammt! Ich habe mich beschränkt auf die Metallerze und auf den Seetang. So, dann würde ich sagen, stechen wir mal gleich wieder in See. Also irgendwas muss ich mir hier noch einfallen lassen. Mir ist das noch ein kleines bisschen zu verwinkelt. Ich meine, mit den Säulen, das können wir nicht ändern. Das ist einfach so. Aber wenn ich jetzt hier hoch muss, das dauert mir einfach zu lang. So. Halt, in die Richtung. Und dann müssten wir... Oh, wir fahren sogar schon in die richtige Richtung. Jawohl, oh, und da schwimmen gleich 3 Fässer daher. Das ist natürlich auch hervorragend. So, dann schmeißen wir mal gleich das High Steak hier auf den Grill. Zap, zap, zap. Haben wir noch irgendwas Essbares? Na, nein, gerade im Moment nicht. Dann tue ich hier mal noch was drauf. So. Alles, was durchbraten kann, ist gut. So,
Zack, dich tun wir hier rein. Ich könnte eigentlich eh schon wieder essen, ne? Aber ich würde mich jetzt halt mal mit den Kartoffeln begnügen. Gut, das reicht ja schon mal, ne? Noch das Wasser kurz geleert. Und dann werden wir mal anfangen, hier das Schiff auszubessern und den nächsten Turm hier aufzubauen. So. Gut, damit bin ich versorgt. Trashkiste. Ja, gehört halt alles dazu, ne? Da. Vogel. Vogel. Warum? Seid ihr jetzt schon zu dritt? Da oben ist noch mal einer. Vielleicht erwische ich den. Wobei der ja ganz friedlich am. Verdammt. Friedlich am Rumsitzen ist. Wahrscheinlich gehen die deswegen auf die Vogelscheuche los, weil ich sie immer wieder piekse. So, okay, dann müssen wir zumindest mal jeweils eine Planke setzen. Ich hoffe zumindest, das reicht, weil ich möchte nämlich die Dinge abbauen und möglichst wenig von dem Holz verbraten. So. Könnten wir doch eigentlich mal anfangen. So, die schmeiße ich jetzt mal hier oben rein. Flabber weg. Metallbahn hast du vergessen, die hast du noch da unten drin. Schrott hast du vergessen. Ich nehme aber mal gleich hier 10 Nägel raus. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal unten rum und sammeln mal ein, was hier so uns ins Netz gegangen ist. Das wird wahrscheinlich einiges sein, weil ich nämlich noch nicht gesammelt habe, bevor wir an der Insel waren. Ja, wie man sieht, ne? Vor allem jetzt schwimmen wir gerade mit einer anderen Seite vorwärts. Zack. Halt, ist der kaputt? Nee, da ist nichts kaputt. Wahnsinn. Aber gut. So soll es auch sein, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Okay, wir haben genügend Bretter, dass wir hier mal zumindest die erste Ebene hochziehen. Und das mache ich natürlich parallel zu dem, was wir da drüben schon haben. Vogel. Verdammt. Pfeil und Bogen wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, immer mit dabei zu haben. So, jetzt warte mal. Wir haben da die Plattform komplett, ne? Ja. Also könnten wir dazu übergehen, dass wir schon mal die zwei Leitern setzen. Yep. Das würde passen. Stehst du richtig rum? Jo. Und dann da noch her. Dann machen wir natürlich hier wieder die Teile dran, die ja weggebissen hat. Oh, mittlerweile schon hier. Guck mal. Das ist ja übel. Seile habe ich, glaube ich, keine einstecken, ne? Aber ich kann schnell Seile fertigen. Weil die brauchen wir jetzt. Für das da. Einmal das möchte ich. Mache ich das? So. Jetzt wird es auch wieder dunkel, ne? Wartet mal, ich verballere noch ganz kurz die Seile hier. Dann werde ich mich ins Bett schmeißen, dass wir wieder Licht bekommen. So, und schon müssen wir uns wieder mal auffüllen ein bisschen. So, die pfeifen wir uns auch gleich rein. Das letzte nicht. Das kommt mit in den Dingsen hier. So, wir haben genug Seile. Wir haben schön viel Kunststoff. Wir können uns auf jeden Fall zusätzlich Nägel noch herstellen. Jo, das passt. So, wo warst du? Ui! Hallo Insel! Schon wieder eine. Aber die scheint mir etwas größer zu sein.
Da würde ich jetzt mal sagen, tu mal das Segel reinholen. Weil du stupst die ganze Zeit hier gegen die Insel. Oh, und hier finden wir mit Sicherheit. Mit Sicherheit finden wir hier was. Das Paddel schnell holen. Ich möchte nämlich auf die Seite hier. Weil ich glaube, da ist Flachland. Ja, da wünsche ich mir dann an der Stelle immer wieder, dass ich ein Segel neben mir habe. Also hier werden wir auf jeden Fall Googles finden. Ich hoffe nur, dass das Programm nicht wieder spinnt und mich dann keine Ahnung wohin setzt. Ich muss ein bisschen weg, ne? Ne, ich treibe in die Richtung. Ich komme gar nicht drum rum. Ich muss ankern. Ist aber im Grunde auch egal. Hauptsache, wir sind jetzt erstmal hier angekommen. Wir haben ja hier flach. Mit dem Hai werden wir zwar immer wieder zu kämpfen haben hier an der Stelle, aber ich finde, es ist in Ordnung. Das sollte man riskieren, dass wir hier mal einen Blick drauf werfen. Wasser bin ich aufgefüllt, Essen bin ich aufgefüllt. Das Zeug kann ich jetzt erst einmal hier noch mit reinschmeißen. Den Vogel werde ich hoffentlich jetzt erwischen. Ja, was hast du davon? Es ist auf jeden Fall eine große Insel, weil ihr seht, da oben fliegt schon wieder einer von diesen großen Vögeln rum. Oh. Hi. Mittendrin wieder, ja? Mann. Jetzt habe ich das Holz raus. Habe ich irgendwie Holz hier? Zumindest um einmal zu reparieren. Vielleicht noch eine? Jawohl. Gut. Dann haben wir das zumindest geschafft. So, Axt ist neu. Speer habe ich dabei. Die Taucherflasche ist wurscht. Die verbraucht sich, glaube ich, nicht. Ich kann aber auch dann gleichzeitig mal nach unten gucken. Ich würde sagen, ich schwimme jetzt mal hier vor. Mensch, die Insel habe ich halt einfach nicht gesehen. Ne? Da ist die Frage, kommt der Hai hierher? Ich sammle jetzt mal noch nichts. Mir geht es jetzt hauptsächlich darum, dass wir hier vorankommen. Oh, ich hätte Pfeil und Bogen mitnehmen sollen, weil ich glaube, hier haben wir schon was schwimmen. Oh! Ui! Du Sau! Ah, der erwischt mich halt voll, ne? Komm her zu mir. Dann halt mit dem Speer, wenn ich schon kein Pfeil und Bogen dabei habe. Erwischt habe ich dich. Ich weiß, es ist fies. Aber es ist zumindest die einzige Sprache, die du verstehst. Lass dich nicht killen. Du, Sir! Ah. Ja, Pfeil und Bogen ist halt schon einfacher, ne? Das ist klar. Das Blöde ist, dass ich hier immer unter Wasser gehe. Yes. Wir haben's. Und haben damit auch Leder. Okay. Den ersten Fight haben wir schon mal überstanden. Habe ich die Aufnahme laufen? Ja, zum Glück. Oh, meine Güte. Ich schwimme mal hier ganz kurz ab. Also wir werden hier auf jeden Fall... Ich meine, hier hat man ja zumindest noch einigermaßen Ruhe dann vor dem Hai, weil der treibt sich ja immer beim Floß rum. Der kommt ja nicht in die anderen Ecken. Also hier haben wir auf jeden Fall einen Google. Das Indiz sehen wir hier ganz klar und deutlich. So, jetzt gucken wir mal.
Oh Leute, das ist eine richtig, richtig schöne Insel. Und es wäre so toll, hi, wenn wir da was reißen könnten. So, ich hole mir erst einmal die Kiste. Jo. Wir können ein paar Bäumle fällen. Schmeiß einmal die Sachen oben rein. Ich hoffe nur, der Vogel wird nicht gleich gepult von mir hier. Die ist ähnlich aufgebaut oder sogar gleich aufgebaut wie die andere, ne? Wir sind nur diesmal auf einer anderen Stelle gestrandet. Ja. Die ist ähnlich, die ist oder sogar gleich aufgebaut wie die letzte Insel. Okay, dann schaue ich mal ganz kurz in den Tümpelhall. Hi. Keine Angst, ich tue dir nichts. Und holen wir mal das Zeug hier raus. Mit dem Haken bitte. So, die Sau haben wir erledigt. Haben wir da noch was? Jawohl. Noch irgendwas? Nö, okay. Tümpelchen ist leer. Wir brauchen auf jeden Fall die Schaufel. Naja, ich habe das Floß halt jetzt halt etwas bescheuert geparkt, ne? Das ist schon klar. Aber ich kam jetzt einfach nicht weg. Vielleicht probiere ich es auch nochmal. Ich muss mich halt einfach, wenn ich laufe, hier ein bisschen am Rand halten. Dass der Hai nicht gleich kommt. Aber ansonsten sind wir ja schnell da. So, dann werden wir uns mal ein wenig präparieren, hätte ich sagen. So, wir schmeißen. Oh. Doofer Vogel, wo bist du? Aha. Gut. Haben wir dich. Nein. Da hole ich jetzt einmal Sachen rein. Die Mangos könnte ich gleich vertilgen. Federn raus. Einmal Ton. Und Ton tue ich jetzt mal hier mit rein. Den schmeiße ich gleich in die Kiste. Alles, was Erde und Ton ist, gleich zack hier rein. Steine. Na, habe ich da drüben rein. Seile, warte. Warte, warte. Hier rein. Noch was. Neun, da unten noch was rein. Gut. Der Kopf kommt jetzt erstmal zu den Haiköpfen mit rein. Dass wir das weg haben. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal ganz kurz wegen Ausrüstung, ne? Wir müssten, glaube ich, sogar das Leder noch erforschen. Ne, das Leder haben wir sogar schon erforscht. Wir brauchen Wolle. Wir brauchen Wolle für den Rucksack, weil der Rucksack, der bringt, glaube ich, noch mal 4 Plätze oder sowas. Wo hast du das Leder? Da haben wir es. Dann hauen wir es da rein. Okay, weil dann würde ich sagen, gehe ich noch mal auf die Insel. Pfeil und Bogen, Pfeil und Bogen. Wo haben wir das hin? Ja, den Hai. Ich weiß, ich weiß. Ich hoffe, du beißt mir nicht irgendwas Wichtiges weg. Wo warst du? Ich habe ihn nicht gesehen, jedenfalls. Vielleicht habt ihr ihn gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir noch Pfeile herstellen können. Einfache Metallpfeile. Die sind, glaube ich, sogar besser, ne? Federn haben wir ja eigentlich genug. Falsch. Federn hätten wir genug. Metallbarren haben wir schon einiges hergestellt. Hölzer brauche ich noch. Dann nehme ich die mit rein. Dann hole ich noch Metallbarren und Federn. So. Nein, da. Da haben wir Federn. Weil dann mache ich mir nämlich lieber jetzt mal Eisenpfeile. 6 Stück stellt er her. So, ich glaube. Entschuldigung. Ich glaube, 30 Stück ist ein Stack immer. Dann würde ich die. Warte mal. Tu doch mal das Zeug wieder raus. Mach jetzt nicht ein Kistenspiel hier. Dann tue ich die wieder rein.
Hätte ich gleich so überlegen können. So. Ja, Vorbereitung ist alles, sagt man, ne? Dann tue ich jetzt aber auch die Pfeile nochmal hier ganz kurz rein. Die Mango werde ich mir jetzt gleich reinpfeifen. Muss sowieso essen, bevor ich jetzt auf die Insel gehe. Planken platzieren. Die Rüben kannst du eigentlich auch gleich essen. So, dann trinken wir gleich noch ein Schlückerl Wasser. Ihr könnt euch schon vorstellen, dass die Möwe nervt. Gut, das war die zweite. Dann hauen wir die auch gleich auf den Grill. Und der Rest kommt ab in die Kiste. So. Jetzt wieder Federn. Also Federn haben wir auf jeden Fall genug, würde ich jetzt mal behaupten. So, der Pfeil, jawohl, der zieht automatisch. Und jetzt ist neblig. Es ist natürlich ganz super, wenn man den Landgang machen will. Meine Güte. Okay, ich mache vielleicht an der Stelle nochmal den Schnitt und warte, bis das Wetter sich etwas gelichtet hat. Und dann können wir nämlich gemeinsam mal auf eine Suche gehen von dem Google. Na, würde ich sagen. Ich glaube, der Part wird zwar heute ein bisschen länger, aber zumindest das möchte ich heute auf jeden Fall noch mit euch probieren. Also bis gleich. So, da begibt man sich mal kurz auf die Suche nach diesem blöden Kuppel. Und was macht dieser doofe Hai? Der kommt auch noch mit. Der hat mich jetzt halt wirklich einiges an Zeit gekostet. Ich habe jedenfalls hier so einen Kuppelfisch gefunden und den möchte ich natürlich platt machen, ganz klar. Ich hoffe nur, dass ich das hinbekomme mit Pfeil und Bogen. Das Tolle ist nämlich, dass der einem nachschwimmt. Yes! Und da haben wir ihn. Kugelfisch aufgenommen. Vier Pfeile habe ich jetzt verbraucht. Den letzten hätte ich gar nicht benötigt. Ja, super. Damit können wir nämlich auf jeden Fall einen Container herstellen. So, aber da ich ja noch ein bisschen Zeit habe, bevor der Hai wieder zurückkommt, das sammle ich natürlich ein, hier das Zeug, ne? Werde ich mich mal hier rausbegeben. Ich hoffe nur, dass es nicht neblig wird. Meines Wissens nach müsste nämlich auch etwas außerhalb nochmal so ein Kuppelfisch sein. Ich weiß nur nicht genau wo. Ist halt die Frage, ne? Aber gut, wir haben jetzt zumindest mal einen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt zurück erstmal aufs Boot. Oh, ich schwimme schon viel zu weit weg. Ich gehe nochmal zurück aufs Boot. Ich lagere die Sachen ein und im nächsten Part werden wir dann gemeinsam mal so einen Container herstellen und vielleicht auch das erste Tierchen jagen. Das täte mich natürlich wahnsinnig freuen. Ich sammle jetzt halt nur noch, während der Hai jetzt noch beschäftigt ist, sich zu regenerieren, bevor er wiederkommt, sammle ich halt jetzt halt mal hier die Materialien so ein, die um das Floß rum sind. In dem Sinn würde ich jetzt das sagen, habt noch eine schöne Woche. Danke für ein Like, wenn ihr mal eins da lasst und Kommentar freue ich mich natürlich immer riesig. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Ciao, ciao.